Frau Enterich weit am grünen Rhein. Ihr Jüngstes in alle Geheimnisse ein. Sie sagte, das Schönste zu fressen, das uns eins hat, das ist der Salat. Das Enterlein lauschte und staunte ganz sehr und blinzelte frech in der Gegend umher. Das heißt, die herrlichsten, süßesten Kirschen am Baum. Mama pflück sie für mich so bad, ist kläglich. Mein Kind sagt die Mama, das ist so möglich. Die Äpfel, die Birnen, die Zwetschgen, die Datteln und nur die Frau Meier, die frisst die Papaya, die süßeste Früchte fressen nur die großen Tiere. Nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind, die süßeste Früchte schmecken dir und mir genauso. Doch weil wir beide klein sind, erreichen wir sie nie. Das Entlein klagte und weinte gar sehr, es trug sein gegebenes Schicksal nur schwer. Doch als es dann groß war, da ging es mit einem Bericht vor's hohe Gericht. Die Großen, so sagt es, fressen ganz gleich die Kleinen, die Kirschen, das hat sie gesagt. Sie alle beanspruchen darin das nämliche Recht. Was sind das, fragt die Maus, für dumme Faxen. Die Kleinen müssten dann doch erstmal wachsen. Die Äpfel, die Birnen, die Zwetschgen, die Datteln und nur die Frau Meier, die frisst die Papaya, die süße. Die Früchte fressen nur die großen Tiere, nur weil die Bäume hoch sind und diese Tiere groß sind, die süßeste Früchte.